Guten Tag, ganz herzlich willkommen zum heutigen Brownberg Lunch, alte Erscheinung, neue Werte. Das Amtshaus am Helvetiaplatz, Sie kennen es alle, ein markantes Gebäude aus der Nachkriegsmoderne in Zürich. Es steht natürlich unter Denkmalschutz. Es wurde renoviert und die Erscheinung musste bewahrt werden. Die energetischen Werte mussten erfüllt werden, die neuen energetischen Werte. Das ist das Thema von unserem heutigen Anlass. Wir haben alle relevanten und wichtigen Personen zu diesem Thema hier bei uns versammelt. Und ich beginne rückwärts, also der letzte Referent, das wird Michael Wiedrig sein von Kaufmann Friedrich Architekten. Ganz herzlich willkommen. Er wird uns natürlich das Gebäude vorstellen, er wird uns Details zeigen von der Innenwärmedämmung, wie das gelöst wurde, aber er wird uns auch, da freue ich mich auch sehr darauf, historische Aufnahmen zeigen, aktuelle Aufnahmen, einen ersten Blick ins Innere dieses Gebäudes. Vor ihm wird Markus Knapp sprechen. Er ist Bauphysiker, Bauingenieur bei Amstel Waltert Bauingenieuren und er hat dieses Projekt begleitet und er hat viele Gebäude als Experte begleitet, wo Innenwärmedämmung zur Anwendung kam. Er wird verschiedene Fallbeispiele zeigen und eben wie das genau funktioniert. Es ist ja sehr wichtig, dass das auch korrekt ausgeführt wird. Nicht nur wichtig, dass es, wie man es ausführt, sondern eben auch sehr wichtig ist, welche Materialien man verwendet. Und die guten und richtigen Materialien, die kommen in diesem Fall von der Firma Xella, das Multipore-System, ein Porenbeton. Darüber wird Marcel Fenner sprechen. Er ist von der Multipore und er wird uns eben das Material und die Herstellung von diesem Material aufzeigen. Und ganz am Anfang darf ich Marco Vinzenz begrüßen. Herzlich willkommen, er wird den Reigen eröffnen. Er ist Geschäftsleiter der Xella Porenbeton AG seit letztem August. Er ist von Haus auch Architekt und Wirtschaftsingenieur. Und er hat auch ganz viele Erfahrungen international gesammelt im Dämmstoffbereich und auch aus seiner internationalen Perspektive heraus wird er uns ein bisschen einen Vorgeschmack auf zukünftige Bauweisen geben. Also das wird eine kurze und sehr spannende Einführung von Marco Vinzenz sein. In diesem Sinne, Bühne frei für Marco Vinzenz. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es freut mich natürlich, Sie von der Xella aus zu begrüßen. Ich gehe direkt in die Themen rein. Zuerst möchte ich erklären, die Mockups da hinten, das sind auf der linken Seite Itong-Einstein-Mauerwerk, in der Mitte Innendämmung mit Beton, auf der rechten Seite der Baustein mit Itong und Außendämmung oder Innendämmung mit Multipore. Also nochmals, ganz link ist das Einstein-Mauerwerk, dass Sie das irgendwo, wenn Sie das sehen, damit Sie eine Ahnung haben, was das sein könnte. Was ich immer gerne mache, ist so in solchen Präsentationen, ich starte gerne von einer Vogelperspektive, so ein bisschen international, was steht hinter der Xella Schweiz? Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, was für eine Power da wirklich hinten dran steht. Wir sehen hier die fünf Marken, Brands, die dahinter stehen, dass die ersten drei, Itong, Hebel, Multipore, das wird in der Schweiz aktiv beworben. Das sind auch ganz klassische Porenbeton. Mit Silka haben wir einen Kalksandstein, sehr, sehr stark sind wir da vertreten in Deutschland und im Rest von Europa. Und Ursa ist eine Akquisition vor 2 Jahren, die den gesamten Wärmedämmstoff, also nicht gesamten, ich sage mit Glaswolle und XPS, das ist der viertgrößte
Glaswollhersteller in Europa. Keine Ahnung, ob Sie den kennen oder nicht. Der ganze Laden Xeller International hat in etwa 6.000 Mitarbeiter, ein bisschen darüber. Wir haben 91 Fabriken weltweit, wobei der größte Teil, also etwa 75% in Europa. Wir sind aktiv in 30 Ländern und machen in etwa so ein Volumen, verkaufen wir jedes Jahr von ca. 3 Millionen Kubikmetern. 3 Millionen Kubikmeter sind, wenn Sie sich denken, so einmal um den Globus herum, so 10 cm hoch, etwa 80 cm breit. Oder wir könnten mit 10 cm so ganz Deutschland decken, jedes Jahr. 10 Jahren hätten wir einen Meter. Dann sagt das so ein Verhältnis kriegen. Wir gehören zu den, wir sind eigentlich der weltgrößte Ohrenbetonhersteller. Ich gehe direkt auf die Produkte. Das ist, was Sie kennen. Itong ist ein Baustein. Der kann als, das ist, was Sie auf der Baustelle normalerweise sehen, den Brand mit dem höchsten Wert, den wir in unserer Firma haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie bereits die Zukunft. Wir sind ganz stark aktiv in einigen Ländern mit der Elementierung. Die Tendenz ist auch hier in größere Steine. Zurzeit haben wir die ganz klassischen Bausteine, entweder als monolithisch oder als Einsteinmauerwerk. Also monolithisch oder mit Wärmedämmung. Die Hebelelemente, wie es heißt, die Hebelelemente, also im Elementbau sind wir stark aktiv, nicht so bekannt in der Schweiz. Das wird genutzt, wie Sie sehen auf dem Foto, das sind Böden, Flachdächer, Wandelemente. Brandschutz sind wir stark aktiv, können bis 8 Meter lang sein, aber das so ein bisschen das Bereich der Elemente. Was wir jetzt starke Nachfrage von Architekten spüren, wo wir auch international aktiv sind, sind betreffend sommerlicher Wärmeschutz, das heißt Steildächer im Wohnbereich, ist ganz klar ein Thema, das wir so eigentlich handhaben können. Des Weiteren Multipore, das wird das große Thema heute sein, einfach deshalb erzähle ich nicht viel und zeige einfach eine schöne Referenz. Habe es mir aufgeschrieben, kenne es noch nicht auswendig. Stellwerk SBB in Poleccio bei Fioretti und Marques Architekten. Die Geschichte ist eigentlich einfach. Wir stellen einen puren Beton her und diese drei Brands, der Unterschied ist nur Größe, Gewicht, Dämmwert. Ganz rechts Multipore Wärmedämmung, das heißt stärkster Dämmwert, schwächste Druckfestigkeit. In der Mitte bewegen wir uns mit verschiedenen Produkten, wie bei sehr guten Dämmwert, so eben das Einstein-Mauerwerk beispielsweise, wo wir auf eine Wärmedämmung verzichten können und mit 50 cm einen U-Wert von 0,15 erreichen. Und die Hebelelemente, wie gesagt, ist natürlich statisch tragend, sind auch die einzigen, die armiert sind. Das heißt, dass da der Dämmwert schwächer ist, ist immer noch da, kann immer noch angerechnet werden, aber einfach nicht so stark wie bei ganz rechts Multipore natürlich. Spannend wird es erst jetzt. Als Dämmstoffhersteller, als Steinhersteller, wo geht die Reise hin in der Zukunft? Ich möchte Ihnen einen ganz kleinen Einblick geben in eines von 1000 Kapiteln, wo wir dran sind. Einfach, dass Sie ein bisschen spüren, wo wir uns in der Zukunft sehen aus dem internationalen Fokus. Das sind natürlich Schlagwörter, oder? Wie Serviceleistung, Systempartner, Digitalisierung. Es ist so, dass man sich als Produktehersteller jetzt entscheiden muss, was sind wir in 5 oder 10 Jahren? Sind wir einfach ein Lieferant eines Produktes, das über Amazon oder Alibaba oder so irgendwie geordert werden kann? Wir gehen dahin. Klar, das Bekenntnis Alibaba, Sie möchten in den Baustoffhandel mit einsteigen, 2020, 2022, so irgendwas rum. Also entweder gehen wir diesen Weg oder wir sagen, nee, ist nicht unser Weg, wir sind Leader. Das ist unser Bekenntnis. Wir möchten stärker in die Beratung reingehen. Und wir sind bereits sehr stark in der Beratung. Und natürlich klar, am Schluss Digitalisierung, weil wir sind überzeugt, kein Weg führt drumherum. In 5 bis 10 Jahren wird die ganze Baustoffindustrie total anders aussehen.
mindestens in einigen Projekten. Eine kleine vielleicht nicht, aber ich zeige Ihnen so einen kleinen Ausschnitt. HoloLenses, haben Sie sicher gesehen. Einfach nur so, was für Service bieten wir bereits? Wir haben als internationaler Konzern haben wir 90 Leute, die bereits an BIM-Arbeitsplätzen arbeiten. Also bei uns findet Unterstützung in der Planung, Modell kommt vom Architekt, Modellüberarbeitung, Vorschläge in Kommunikation mit dem Architekt, mit dem Planer. Das geht bei uns bereits in die Produktion bis hin in die Logistik. Also von A bis Z ist das intern bereits Praxis bei uns. Das heißt, dass natürlich Länder stärker sind, Belgien, Holland, Deutschland, sehr, sehr stark vorne am Trend. 50% vom Umsatz, den wir beispielsweise in Holland machen, ist irgendwie über ein BIM-Projekt. Also enorm, wo die bereit sind. Hat natürlich damit zu tun, dass 50% vom Umsatz, es sind die großen Projekte, wo natürlich Generalunternehmer ganz, ganz stark fressen sehen. Traditionellerweise kommen wir mit ca. 3%, wenn wir 3% Rendite haben, dann funktioniert, sind wir glücklich. Meistens landen wir sogar unter einer Rendite von 3%. Und da kommen wir natürlich rein. Das, was Sie hier sehen, ist auf der Baustelle der letzte Schritt. Und ich glaube, das ist spannend zu sehen, weil hier sind wir Weltleader. Im Rohbau macht das kein anderer so wie wir und ich sage Ihnen wie. Das ist eine Pilotbaustelle in Belgien, Herbst 2018. Der Vorarbeiter trägt eine HoloLens. In der HoloLens wird das effektive Modell der Zwilling abgelichtet via iCloud. Das ist, was er sieht. Er sieht die Animation der effektiven Baustelle ganz genau definiert mit Buchstaben, mit Elementen. Und natürlich kommen die ganzen Materialien so auf die Baustelle. Er sieht in seiner Brille, wo welches Palett gelagert wird. Wir sind jetzt am Arbeiten, dass das Palett bereits einen QR-Code hat, die Brille erkennt und ihm anzeigt, wo es abgeladen werden muss. Wir sind da angekommen. Das wird auch die Zukunft in der Schweiz werden, mindestens bei größeren Projekten. Hier sehen Sie beispielsweise, wie diese Brillen sind auf einen Millimeter genau, beziehungsweise sogar auf 0,15 Millimeter genau. Die gute Qualität hat 6 Kameras und das wird animiert und der Träger der Brille kann umhergehen und es bewegt sich nichts, bleibt also stabil. Einmessen auf der Baustelle gibt es nicht mehr. Fertig. Fehlerquote betreffend Einmessen, weg. Natürlich viele, viele Informationen, alles abrufbar. So steht er dann da. Natürlich, logische Konsequenz, die Elemente werden größer, nicht mehr traditionelle Bausteine. Wir sprechen von Jumbos und XL und Elementen. Das ist der Bereich, wo wir bereits aktiv werden in der Planung, um zu unterstützen, um effektiver, schneller zu applizieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage vom General, vom Direktor einer großen Generalunternehmung, Belgien, Holland. We can't actually make mistakes anymore. Und das ist, was Geld kostet. Vom Fokus international zurück in die Schweiz. In der Schweiz sind wir aktiv mit ca. 20 Leuten. Wir haben zurzeit keine Fabrik. Wir sehen Europa als größeres Ding an, ohne Grenzen. Wir importieren vom nahen Ausland, sprich nahen Deutschland meistens, von Italien, Norditalien teilweise auch. Jetzt übergebe ich das Wort Marcel Fenner, zuständig für Ihre Region als Gebietsverantwortlicher. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite, hoppla, hallo miteinander. Ich bin der Gebietsleiter von der Region Zürich-Stadt, Zürich-Oberland, Rapperswil und Jona. Der erste Ansprechpartner meistens für Sie, wenn es um unsere Baustoffe geht. Ich zeige Ihnen
was Multipor ist, wie der Prozess ist, die Herstellung und wie das Ganze vor sich geht. Wo setzen wir Multipor überall ein? Wir machen Flachdächer mit Multipor, wir machen auch Garagendeckendämmung mit Multipor. Wir setzen es an der Fassade aus, ein als Außendämmung und natürlich das Steckenpferd als Innendämmung. Dort sind wir überall aktiv und haben sehr gute und lange Erfahrungen damit. Was ist Multipor? Natur pur, ein starkes Schlagwort. Es ist Kalk, Sand, Wasser und Zement und etwas Porenbildner. Das ist das, dass das Ganze expandiert, aufschäumt. Und darum haben wir sehr, sehr viel Luft in unserem Material. Der Herstellungsprozess ist wie folgt. Wir haben da unsere Silos. Sie sehen jetzt die Dampferhärtung dort. Aber wir haben die Silos mit den verschiedenen Rohstoffen. Das wird natürlich zusammengemixt. Dann wird das gegossen. Sie können sich das vorstellen wie eine Backform, wo der Kuchenteig reinkommt und mit dem Porenbildner schäumt das auf. Und dann wird das geschnitten, getrocknet und dann kommt noch eine Grundierung drauf und das, finde ich, ist matchentscheidend für unser Produkt. Es ist auch massengrundiert, das heißt, wir haben einen mineralischen Baustoff, der, auch wenn er mit Feuchte in Berührung kommt, nicht saugt wie ein Schwamm, der dem Wert runtergeht, sondern das findet langsam statt, es findet eine Aufschaukelung statt, also er nimmt die Feuchte auf, gibt sie auf und arbeitet so mit der Feuchte sehr gut zusammen und das ist, haben wir eigentlich bis jetzt als einziger auf dem Markt, dass das so sehr, sehr gut funktioniert. Danach kommt die Trocknung, wird verpackt und auf die Baustelle geliefert. Das ist nur eins von vielen Labeln, die wir erzielen konnten, doch ich finde es wichtig, weil der moderne Mensch von heute darf sich ein bisschen Gedanken machen, mit welchen Materialien ich arbeite oder ich in Zukunft auch arbeiten möchte. Und da geht es vor allem um die Umwelt, ressourcenschonend, um die Gesundheit, was für Stoffe sind da drin oder was sondert das ab, sowie auch die Qualität, dass es langlebig und hochwertig ist. Und für das stehen wir auch von der Firma Xella. Sie sehen hier unsere Ökobilanz. Auch da darf man sich Gedanken machen, wie man die Ressourcen einsetzt. Wir machen aus einem Kubik Rohmaterial 5 Kubik verarbeitetes Material, also auch da sind wir schon vor langer Zeit und heute im Trend, was das anbelangt. Und das war auch ein matchentscheidender Punkt, warum wir im Amtshaus mitwirken durften. Ja, und zum Schluss, das sagt eigentlich alles. Die einen Menschen ziehen ihrem Haus eine Plastiktüte über den Kopf und die anderen spendieren ihm einen Gore-Tex-Mantel. Ich selber habe auch lieber einen im Winter zum Sport machen. Also man darf sich da immer entscheiden, wie man in Zukunft bauen möchte oder wie man seine Hülle gestalten möchte. So, ich habe die Zeit aufgeholt. Ich gebe weiter an Markus. Hallo miteinander. Ich darf zum Anfang kurz noch etwas richtigstellen. Ich habe das Projekt von Widrig Architektur nicht begleitet. Das war mein Kollege Widrig Kopitzis. Aber es ist richtig, dass ich doch schon einige Projekte mit Multipor begleiten durfte. Und ich darf Ihnen heute einfach die Ergebnisse einer Langzeitstudie, die wir angefangen haben, vorstellen an einem ähnlichen Projekt. Es handelt sich hier um das Schulhaus Ilgen in Zürich. Das ist eine Außenaufnahme vor der Sanierung. Es ist im Jahr 1877 gebaut worden von den Architekten Otto Wolf und Ernst Dierner. Und es ist ein klassisches Gebäude mit Naturstein, Putz und Holzbalkendecke. So sah das Gebäude aus. Wir sehen hier, dass wir auch alte Fenster haben. Die innen dran war eine Holzverkleidung, fast keine Dämmung im Bereich von der Fensterleibung. Und hier war die Aufgabe, das Gebäude neu überzuführen in ein Minergie-Konzept. Das war die Anforderung der Stadt. Also dieses Gebäude soll saniert werden zum Minergie-Standard. Energetisch saniert werden.
Zugleich kam auch der Denkmalschutz zum Tragen und dann standen wir sofort vor der Herausforderung, wie machen wir das in diesem Gebäude? Außen können wir nicht, den Sandstein sichtbar, das geht nicht, also müssen wir uns innen etwas überlegen. Und man sieht hier oben auch die Originalpläne, hier draußen der Sandstein, dann haben wir Bruchsteinmauerwerk, jeweils, das ist die Südfassade und das ist dann im Norden, haben wir keinen Sandstein an der Fassade. Also kam sogar die Frage, wie machen wir das? Und ich habe dann Innendämmung vorgeschlagen, natürlich diffusionsoffen, außen vermeintlich der Sandstein dicht, wird ein bisschen schwierig. Wir haben uns dann auf eine Verbesserung von 10 cm konnten wir uns einigen. Das war aber ein langer Findungsprozess, weil man dann andere Experten auch von Deutschland geholt haben, gesagt, 6 cm geht und wir haben behauptet, nein, 10 cm geht sicher, weil es hängt natürlich immer davon ab, wie dicht ist das Ganze außen gebaut. Als wir dann die ersten Öffnungen gemacht haben, haben wir die Hand vorne beim Holzbalken reingehalten und dann hat es da gezogen, wie in einem Vogelhaus. Also wussten wir auch, was wir machen mussten. Wir haben dann die Minergie einhalten können in diesem speziellen Projekt mit quasi 10 cm Dämmung, automatisch gesteuerte Fensterlüftung und die 100% erneuerbar mit Fernwärme konnte hier realisiert werden. Was mussten wir bei der Innendämmung beachten? Die Herausforderung natürlich. Wir verschieben auf einmal den Taupunkt von der Fassade in das Gebäude, also in das Mauerwerk hinein. Ich habe dort einen Frost-Tauwasserwechsel. Dann habe ich eine Diffusion und eine Konvektion. Die Konvektion, wenn ich hier hinten Lufträume habe und eine Innendämmung anbringe, dann kann das sehr schnell, weil hier die Oberfläche kalt wird, zu Schäden führen. Das heißt, das Wasser läuft mir innerhalb von, wenn es schlecht kommt, 6 Monaten, erste Periode, nach 3 Monaten Winter, läuft da unten schon wieder Wasser raus. Also ist es ganz wichtig, bei diesen ganzen Innensanierungen darauf zu achten, dass man einfach keine Hohlräume hat. Und es darf dann auch keine Konvektion stattfinden. Dann waren auch die Wärmebrücken, die so entstehen, weil ich natürlich Innendämmung habe, ein wichtiges Thema, das man sich anschauen musste. Und gleichzeitig auch die Speichermasse für den sommerlichen Wärmeschutz, weil ich natürlich durch die Applikation dieser Innendämmung sehr, sehr viel Masse von diesem Gebäude entkopple, nämlich immer die Außenwand. Was haben wir dann? Die Herausforderung war dann auch noch architektonisch so zu lösen, dass ich jetzt hier sehen Sie ein klassisches Detail. Wir haben mehrere Details gehabt, wo der Architekt dann gesagt hat, eine Flankendämmung, das schaut aber gar nicht schön aus, das will ich nicht und wie können wir das? Vom Architekturkonzept und dann haben wir dann eben so angefangen zu untersuchen, wie viel muss ich jetzt hier hinbringen, mit welchem Material geht das, Flanke 6 cm, Wärmeeintrag, Mauer, verhindern, optimieren, reicht vielleicht ein ganz normaler Putz, dass ich hier keine Wärmedämmung anbringen muss, wo wir dann so das Detail dann so rausgefunden haben, mit 3 cm, mit jeweils 1 Meter Länge auf 6 cm bei der anderen Seite, dass das dann dazu führt, dass ich hier dann die entsprechenden minimalen Oberflächentemperaturen nach Vorgabe SC180 eingehalten habe. Das Projekt ist jetzt schon älter, da galt noch nicht die neue SC180 2014, aber auch dort hätten wir nach wie vor eingehalten. Da hat sich nichts verändert. Hier sehen Sie, wie das dann ausgeschaut hat beim Umbau. Man ist dann hergegangen und hat schon bevor das Projekt eigentlich umgebaut wurde, haben wir ein Schulzimmer umgebaut. Also schon ein Jahr bevor überhaupt das gestartet hat, sind wir hergegangen und haben einen Raum ausgestattet mit 10 cm Wärmedämmung und mit einer Langzeitmessung, wo ich Ihnen nachher auch Ergebnis zeige. Das hat einfach dazu gedient, um zu beweisen, weil wir hatten die Aufgabe der Stadt, dieses zu garantieren, dass vor allem die Holzbalken, die man hier jetzt ein wenig sieht, nicht kaputt gehen dürfen. Und wir mussten das für 15 Jahre im Minimum garantieren, weil wenn es 15 Jahre funktioniert, dann funktioniert es auch länger. Das hat uns dann dazu gebracht, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt, weil alle haben gesagt, 10 cm reicht, geht ganz sicher, da muss man nichts, aber alles 6 cm, alles was drüber ist, könnte zu Schwierigkeiten führen. Unsere Berechnung hat gezeigt, 10 cm ist keine Schwierigkeit. Mit der Messung haben wir das dann auch nachweisen können. Ich kann vorwegnehmen, das läuft jetzt schon 6 Jahre und es ist kein Problem, es funktioniert. Man sieht auch auf dem rechten Bild dann, wie man hier unten eine Verkleidung, das ist jetzt schon im neuen Zustand, aber da war vorher auch eine Holzverkleidung mit Ölfarben, das heißt, das war dicht.
und das mussten wir auch nachher wieder, ausgrund vom Denkmalschutz, so eine Holzverkleidung wieder heranbringen, aber wir mussten trotzdem sicherstellen, dass da hinten dann die Feuchtigkeit Haushalt funktioniert. Eine weitere Herausforderung war dann der Holzbalken, den wir vorher gesehen haben, der da hineinläuft, weil wenn ich den anfange einzupacken, dann wird es dem da vorne in der Stirn auf einmal zu kalt und dann führt das dort zu tiefen Temperaturen und dann habe ich dort eine feuchte Zunahme, es fängt an faulen, fängt schimmeln etc. Was uns, das haben wir hier in diesem Projekt so gelöst, dass wir hergegangen sind und eine bewusste Wärmebrücke geschaffen haben. Also wir haben hier bewusst die Wärmedämmung weggelassen in diesem Bereich und haben ausgerechnet und kalkuliert, ob es reicht, dass einfach durch die Raumlufttemperatur, die vorhanden ist in diesen Räumen, die Wärmeabgabe in diesen Hohlraum oder in diese Wärmebrücke reicht, damit ich quasi nicht in eine kritische Zone hineinkomme. Das haben wir mit dreidimensionalen Wärmebrückenuntersuchungen gemacht, wo man dann auch die Feuchte im Hintergrund anschauen kann, wo ist der Taupunkt, und es zeigt eigentlich schön, hier diese Wärmebrücke, das ist eine dreidimensionale Ecke, dass die Temperatur dort einfach durch Weglassen von dieser Wärmebrücke im Balkenbereich dann es gut funktioniert. Was natürlich, einfach so sind wir auch nicht auf die Idee gekommen. Ursprünglich hat es geheißen, ihr dürft den Boden gar nicht angreifen. Also der Denkmalschutz hat uns dort auch gewisse Grenzen vorgesetzt, wo man dann sieht, okay, wir mussten mit diesen Grenzen umgehen, wie nutzen das, sind dann aber im Nachhinein draufgekommen, dass man hier, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist. Weil in Deutschland haben sie verschiedene Gebäude ausgeführt, wo sie dann anfangen, hier zu heizen. Sie führen zuerst eine Wärmedämmung durch und dann führen sie die Heizrohre durch, damit dort halt die Temperatur hoch ist. Und durch diese Maßnahme konnten wir das verhindern, dass wir nicht aktiv hinaufheizen müssen. Man sieht jetzt hier noch einmal einen Raum, wie er dann quasi appliziert wurde. Man kann auch hier ganz leicht erkennen, dass da schon Heizrohre durchgehen von unten hinauf. Das war dann man hat das dann weggenommen, dieses eine Musterzimmer, und man sieht hier vor allem auch die Unebenheiten von den ganzen Sachen, und das darf natürlich dann nicht sein. Also das tatsächliche Verhalten der Konstruktion haben wir hier untersucht mit Langzeitmessungen. Wir haben das dann auch natürlich die Diffusions berechnet, wir haben da verschiedene Programme angesetzt, unter anderem eben das WUFI-Programm, wo wir dann geschaut haben, beginnt eine Auffeuchtung oder beginnt keine Auffeuchtung, können wir das durchhalten. Die Simulation zeigt hier, dass es eigentlich in einem schönen Bereich ist. Diese Simulation ist natürlich aber nur so gut, die muss dann wieder korrelieren mit der Ausführung. Und eine Simulation sagt immer, ich habe keinen Hohlraum hinten, außer man gibt ihn ein. Und das war natürlich auch hier dann die Herausforderung, dass man hier sieht, das ist hohlraumfrei, das ist der bestehende Putz, der muss zuerst geprüft werden, ob dann die Haftbarkeit von dem Multiporstein auch gegeben ist. Man muss alles lose wegnehmen, und das ging dann mit den entsprechenden Mitteln, um hier eine Ausgleichsschicht hinzubringen. Da sieht man auch das Holz. Und das, da war dann die Herausforderung auf der Baustelle, zwar dem, der das appliziert, zu erklären und zu läutern, das darf nicht sein. Du darfst hier keinen Hohlraum haben, du musst einen Mörtel hineingeben. Dann auch das Gebäude von außen ist sehr, sehr wichtig. All diesen Simulationen ist immer die Schlagregenbelastung ein wichtiger Teil. Und da mussten wir auch sicherstellen, dass wenn wir jetzt eine Innendämmung anbringen, dass nicht auf einmal die Außenbelastung, die Wasserbelastung durch Schlagregen zu groß wird und uns so ein physikalisches Problem, vor allem im Balkenbereich, erzeugt. Das haben wir dann geschafft, indem dass man auch die Fassade in diesem Bereich natürlich nachhaltig saniert hat. So schaut das Zimmer heute aus. Man sieht eigentlich nichts von dieser Dämmung. Man hat wieder alles angebracht. Und wir mussten uns natürlich stark an den Denkmalschutz halten. Man sieht hier, man hat überall massive Wände. Also auch durch die Speichermassenabkopplung an der Fassade habe ich durch die massiven Innenwände, die auch einen Meter dick waren, keine Probleme gehabt im sommerlichen Wärmeschutz. Wie haben wir dann gemessen, um nachzuweisen, dass wir eben diese 15 Jahre das einhalten können? Wir haben Messpunkte gesetzt im Holzbalken, das ist der Messpunkt A, dann haben wir in dem Lufthohlraum vor dem Holzbalken einen Messfühler gesetzt und zwischen der bestehenden Bruchsteinmauerwerk und dem neu applizierten Innendämmung ist ein Messfühler, der uns die Temperatur und die Feuchte misst.
Das sind zwei Fotos, wie man das eingebracht hat. Die sind fix verbaut, diese Fühler. Wir kriegen die auch nicht mehr raus. Man muss sie dann sicherstellen, es geht nur noch zerstörungsfrei. Ich denke, wir werden dann am Schluss der Messung einfach die Kabel kappen und dann wird es so bleiben. Da hat man eben im ersten Musterzimmer so einen Fühler. Rechts sehen Sie den Fühler, wie er hinter die Wärmedämmungsplatte gemacht wurde und links quasi im Holzbalkenbereich. Und das sind jetzt die Messpunkte in diesem einen Klassenzimmer. Uns war wichtig, auch hier zu messen, nicht nur die besonnte Seite, weil man hat vor dem ersten Foto gesehen, das ist einfach schön freigebaut, ich habe eine schöne Besonnung, das heißt, ich schaffe immer eine optimale Dampfdruckumkehr. Aber im hinteren Bereich hier, nordostseitig, dann habe ich nicht so viel Sonne und dort habe ich auch kein Bruchsteinmauerwerk und dort muss es auch funktionieren. Und darum haben wir hier uns noch stark gemacht, dass hier auch Messfühler gesetzt werden, hier in diesem Bereich vor allem, weil es auch eine dreidimensionale Date hat von einer Kühlrippe. Die Messergebnisse zeigen aber auch jetzt über die Jahre von 2012 bis 2018, dass wir eigentlich immer unter der maximalen Grenzfeuchte, die wir haben dürften, liegen. Das heißt, wir haben hier nie eine Schwierigkeit. Die Lufttemperatur wäre hier aufgezeichnet, das wäre dann das. Und hier drüben wäre die absolute Feuchtigkeit. Dann haben wir hier die Holzfeuchte im Balkenkopf, wo man auch sieht, dass es nie ein Problem gibt, weil ich immer unterhalb von dieser Grenze bin. Also ich bin einfach hier schön immer gleich. Die Massenprozente, ich habe nie eine Aufschaukelung, wo ich dann über diese 12% Massenprozent komme, wo es dann der kritische Punkt wäre. Man sieht zwar hier, dass es mal kurz etwas höher geht, aber das ist nur kurzzeitig und nachher kommt es wieder runter. Man sieht auch, manchmal fällt der Messfühler aus, hier zum Beispiel die rote Linie. Die relative Feuchtigkeit in der Balkenstirne, das ist dann vor dem Balken, sieht man auch, dass ich nie in den kritischen Bereich von 80% relative Feuchte komme. Und somit habe ich dort auch nie ein Problem von Schimmelpilzrisiko oder sonst irgendwas und auch die Holzfeuchte nimmt dort nicht zu. Die absolute Feuchte der Balkenstirne sieht man, dass es kurzfristig raufgeht. Das hängt dann zusammen, wenn ich eine extrem warme Witterung habe. Aber es geht dann auch Langzeit wieder runter und das ist entscheidend. Es findet keine Zunahme statt von diesem Ganzen. Dass man dann im Buff immer so schön berechnen kann über diese 10 Jahre, die einen, die ich sonst eine Berechnung gesehen habe. Und hier sieht man, dass es einfach schön gleich bleibt, dass es schön korreliert. Die relative Feuchtigkeit in der Innendämmung sieht man auch, das ist jetzt der Fühler C, wo man sieht, dass ich auch hier nie in den kritischen Bereich hineinkomme, sondern dass es zwar klar mit außen zusammenhängt und auch dort schwankt, aber ich bin eigentlich immer in einem schönen Bereich. Und hier noch die absolute Feuchte von der Innendämmung, sieht man auch, dass keine Auffeuchtung stattfindet. Und was hier schön an diesem Messprojekt ist, man muss ja beim Minergie-Antrag immer sagen, sommerliche Wärmeschutz eingehalten. Man hat jetzt auch mit diesen Fühlern nachgewiesen, dass wir den sommerlichen Wärmeschutz gut eingehalten haben. Nur zu Beginn hier ein paar Werte sind draußen. Also auch hier sieht man, dass das mussten wir natürlich auch im Vorfeld nachweisen, jetzt messtechnisch auch das, was wir gesagt haben, das auch eingehalten ist. Das Spezielle an diesem Objekt ist noch, dass wir, vielleicht mögen Sie sich erinnern, ganz am Anfang den U-Wert 0,32, der entspricht natürlich nicht der gesetzlichen Vorgabe, dass ich da die 380.1 einhalte. Ich bekam dann auch prompt ein Telefon von der zuständigen Behörde, gesagt, ja, aber das Energiegesetz ist nicht eingehalten. Ich habe gesagt, ja, aber Minergie ist eingehalten und diese hat keinen Grenzwert für die Gebäudehülle. Und wir haben da aber sehr eng auch mit dem Denkmalschutz zusammengearbeitet und somit war das kein Problem. Das Gebäude finden Sie auch auf der Minergie-Homepage quasi als zertifiziert. Ja, recht herzlichen Dank und bei Fragen stehe ich Ihnen nachher auch gerne noch zur Verfügung. Merci. Ich möchte Sie auch noch ganz herzlich begrüßen im Namen von Kaufmann Wiedrig Architekten. Wir durften dieses Amtshaus Helvetia Palaz instand setzen, sanieren. Wir waren da sicher nicht alleine involviert. Es gab ganz viele Fachplaner, es gab viele Unternehmer, es gab Lieferanten wie die Firma Xella. Ich würde allein 20 Minuten brauchen, um die alle zu
erwähnen, zu loben, zu danken. Das mache ich nicht, ich komme gerade zum Projekt. Helvetiaplatz. Helvetiaplatz war ursprünglich mal eine Kreuzung, wurde dann unter der Führung von Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner zu einem Platz umfunktioniert, diesem Helvetiaplatz. Dann, das ist quasi in den späten 40er Jahren entstanden, dann in den späten 50er Jahren gab es, und jetzt kommt quasi so wie diese Initialzündung für dieses Gebäude, von dem wir heute sprechen werden, gab es einen Wettbewerb über das Kanzleiareal, das ist das Areal, das Sie links im Vordergrund sehen, und den Helvetiaplatz zusammen. Es gab einen Wettbewerb für einen Gesamtüberbau, eine große Anlage, die wurde damals von Jacques Schader 1958 gewonnen und bestand aus einem liegenden Gebäude auf dem Helvetiaplatz und einem Hochhaus auf der Seite des Kanzleiareals. Das Ganze wurde dann nicht ausgeführt, lediglich ausgeführt wurde dieser Bau hier, das Amtshaus Helvetiaplatz, und auch dieses nicht von Jacques Schader, sondern von dem Architekten Walter Döbeli Hoch. Wir wissen nicht genau, wie es dazu kam, zu diesem Wechsel. Es ist auch nicht so, dass dieses Projekt in seiner Kubatur dem Projekt von Jacques Schader entsprochen hat, sondern es war auch Dubois, der am Wettbewerb teilgenommen hat. Der hat dann nicht gewonnen. Aber dieses Projekt erinnert in seiner Setzung, in seiner Kubatur viel eher an das Projekt von Dubois. Aber auch er war nicht involviert in diese Ausführung. Also wir wissen nicht genau, wie es dazu kam. Auf jeden Fall, das wurde dann gebaut, 1963. Es ist für uns so ein sperriger Bau, oder? Jeder kennt ihn in der Stadt, nicht jeder liebt ihn, aber jeder kennt ihn auf jeden Fall. Und er hat so viele Zeichen dieser Moderne, dieser Nachkriegsmoderne, das freie Erdgeschoss, die Horizontalität, diese begehbare, nutzbare Dachterrasse. Es hat aber auch viele technische Innovationen in dem Gebäude. Wir haben an der Fassade Betonstützen, die vorfabriziert waren. Das war ziemlich neu zu der damaligen Zeit. Wir haben die Unterzüge mit einer Vorspannung drin. Wir haben eine Fassade aus Aluminium, damals auch eine Pionierleistung. Und wir haben auch auf der sozialen Ebene hat dieses Gebäude einen Innovationsgehalt gehabt, der für die damalige Zeit extrem war. Es gab eine Dachkantine, das war neu, also man ging nicht mehr nach Hause zum Arbeiten, sondern man verpflegte sich vor Ort, gestellt quasi vom Arbeitgeber. Wenn man dann etwas näher schaut, ist es dann doch vielleicht nicht ganz so modern und so ganz so progressiv. Also dieses Erdgeschoss ist etwas kurzbeinig geraten, um quasi diese Transparenz aufzuweisen. Diese Büros, man wollte dann doch etwas mehr Cosiness, also mit diesem Gummibaum und ein bisschen Vorhängen und so, wurde das wieder etwas runtertemperiert, diese strenge Architektursprache. Wir haben dann 2014 an einem Planerwahlverfahren der Stadt Zürich mitgemacht, also teilgenommen, und diese Grundlage für dieses Planerwahlverfahren, das sind ja immer auch politische, oder für diesen Wettbewerb, das sind ja immer auch wieder politische Sachen. Einerseits gab es diese Inventarerweiterung, also das Amtshaus Helvetiaplatz wurde 2013 im Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen. Das heißt, es war sicher, dass es nicht abgebrochen und ersetzt werden kann. Es gab eine Volksabstimmung zur Aufwertung der Molkenstraße kurz davor. Das Programm dieser Abstimmung war die Aufhebung von oberirdischen Parkplätzen. Die wurden dann in die bestehende Tiefgarage des Amtshauses verlegt. Für das brauchte man neue Zugänge, also man musste einen Zugang schaffen für diese Parkplätze. Und es gab aus einer Motion entstehend ein Postulat zur Aufwertung vom Helvetiaplatz, und da war die Forderung nach Gastrobetrieben. Also diese Sachen prägten eigentlich dieses Raumprogramm, das wir hatten für dieses Planwahlverfahren. Also es ging einerseits darum, einen Abgang in diese öffentliche Tiefgarage darzustellen, andererseits einen Café anzubieten und ein Foyer für dieses Amtshaus als Zugang. Hier sehen Sie diese Konzeption, wie sie ursprünglich von den Architekten in der reinen Form erstellt wurde. Wir hatten einzelne Stützen, wir haben zwei Treppenhäuser, die nach oben führen, die Zugänge aus dem gedeckten Bereich direkt. Und was haben wir gemacht? Wir haben diese Nutzung, die gefordert war, haben wir ergänzt. Wir haben aus diesen Beton-Treppenhäusern zwei Betonwinkel gemacht, die sich quasi gegeneinander verdrehen. Und diese negativen Ecken, die bleiben, das sind Glaskörper, darin sind diese öffentlichen Nutzungen angeordnet. Wir haben damit auch die Zugänge, haben wir
quasi von diesem unteren Raum weggenommen, an die Längsfassaden genommen. Wir haben einen Zugang auf der Seite der Molkenstraße. Wir haben hier dann das Foyer angeordnet für das Amtshaus. Also die ganze öffentliche Erschließung für das Gebäude erfolgt hier. Und wir haben vom Platz her zwei Zugänge zur Belebung dieses Platzes. Einerseits für die Abgang-Tiefgarage und andererseits diese Kaffeebar, die sich auf diesem Platz orientiert. So sah die Visualisierung vom Wettbewerb aus. Also da sehen Sie quasi den Bestand, dieses Treppenhaus. Der wurde dann erweitert mit dieser Kaffeebar und diesem Abgang in die Tiefgarage. Auf der anderen Seite die Rückseite dieses Winkels, der neue Betonteil, der bestehende Beton. Und hinten sehen Sie diesen Zugang des Amtshauses. Ganz wichtig war für uns, dass wir diesen Durchgang immer noch aufrechterhalten konnten. Das ist die Durchlässigkeit dieses Gebäudes, dass sie zwar erhalten blieb, sie ist reduziert, aber wir finden, in der Proportion ist das absolut möglich, denkbar. Was wir auch noch als Beitrag vom Wettbewerb versucht haben, ist, es gibt heute hier eine Abfahrtsrampe. Wir haben versucht, die dann quasi nach außen zu legen, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit, Öffentlichmachung dieser Tiefgarage, dass man die von diesem durchgängigen Erdgeschoss wegnimmt. Das ist etwas, das man dann in der Umsetzung leider nicht realisieren konnte. Zur Umsetzung oder dieses Erdgeschoss, das ist natürlich klar, uns interessiert dieser Beton, dieser rohe Beton, wie er da in den 60er Jahren hergestellt wurde, mit dieser Brettlischalung. Wir wollten das ergänzen, nicht in einem quasi in einer vollständig neuen Sprache, aber es war uns ein Anliegen, dass man das auch sieht, dieser Wechsel von alt zu neu. Also wir haben dann quasi so diese Versuche, das ist der alte Beton, das ist der neue Beton, wiederum mit einer Brettlischalung, aber diese ist natürlich ein bisschen feiner jetzt gewählt und wir wechseln auch die Richtung der Schalung. Wir haben stehende und liegende Schalungsbilder, die zusammenkommen, also hier eine Ecke dieser Erweiterung mit einer liegenden Schalung, die in eine stehende Schalung übergeht. Wir sehen hier ein Foto während der Bauphase, historischer Bestand, neuer Beton, historischer Bestand. Wir haben dann auch diese Decken vom bestehenden Gebäude, die konnten wir freilegen, die waren gedämmt. Wir konnten diese Dämmung entfernen, dass auch hier wieder der Sichtbeton zum Vorschein kam. Hier ein Blick in diesen Durchgang hinein, also die Fotos müssen Sie entschuldigen, das Gebäude wurde erst gerade jetzt übergeben, das sind alles Fotos aus dem Bauablauf von unseren Handys gemacht und nicht professionelle Aufnahmen. Dieser Durchgang hier mit dem Eingang für das Amtshaus und auf der anderen Seite in Richtung vom Helvetiaplatz die Ecke von der Kaffeebar. Von außen gesehen nochmals die Konzeption, Bestandesbeton, quasi der Winkel mit dem neuen Beton, der da hinten durchgeht und da diese Ecke in Glas ausgeführt mit dem Zugang zum Sozialzentrum. Auf der Platzseite dasselbe Bild, einfach mit den anderen Nutzungen, Abgang Tiefgarage in dem Bereich und Kaffeebar in diesem Bereich. Hier nochmal dieses Bild dieser Kaffeebar. Und wenn man jetzt in diese Glaskörper hineingeht, das ist die Kaffeebar von innen mit diesem Blick auf den Platz hinaus. Und diese Betonstützen, die ursprünglich im Außenraum standen, die sind jetzt quasi skulptural inszeniert in diesen Räumen drin. Einerseits hier in der Kaffeebar, aber auch vis-à-vis im anderen Eingang in diesem Foyer vom Amtshaus. Hier der Empfang von dem Kundenamtshaus und hier dieser Blick übers Eck zwischen diesen zwei Nutzungen. Also das war so dieses Thema im Erdgeschoss. Uns war natürlich wichtig, dass diese Räume eine Verwandtschaft aufweisen, also diese Kaffeebar und dieses Foyer, dass wenn man als Passant sich unter dem Gebäude, wenn man da durchgeht, dass man da eine ähnliche Formensprache hat, eine ähnliche Lichterscheinung. Es ist auch angedacht, dass diese Räume in der Nacht schimmern, also leicht leuchten, dass man da auch ein hohes Sicherheitsgefühl bekommt. Fassade als zweites Thema, das ich kurz vorstellen möchte. Von Seiten von der Denkmalpflege war ganz klar die Vorgabe, man sollte diese Fassade erhalten. Dem gegenüber standen ganz viele Anforderungen an die heutige Gebäude. Und da kommt jetzt auch diese Frage, eben alte Erscheinung, neue Werte. Wie weit geht das überhaupt? Und eine der größten Schwierigkeiten bei dieser Fassade war, dass damals wurde hier ein horizontaler Kämpfer eingeführt
in dem Fassadenbild. Das betont diese Cremeschnittenarchitektur, oder? Aber technisch ist es so, dass der Sonnenschutz dann auch nur von da nach unten funktioniert und gegen oben diese Glasfelder oberhalb dieses Kämpfers, die haben keinen Sonnenschutz. Das heißt, der sommerliche Wärmeschutz ist eigentlich das Thema an diesem Gebäude. Und darunter haben auch die Nutzer bis anhin in diesem Gebäude gelitten. Es gab Temperaturen über 30 Grad und das widerspricht natürlich diesem Arbeitsrecht, das wir heute haben. Also wir mussten nachweisen, dass wir diese Arbeitsplätze in einem Temperaturbereich unter 26 Grad halten konnten. Das hat dann auch zu vielen Berechnungen geführt, so wie wir sie vorher von Markus Knapp gesehen haben, einfach zum sommerlichen Wärmeschutz. Und wir waren da ziemlich an der Grenze von dem, was wir leisten oder was diese Fassaden leisten können. Und wir haben dann mal versucht, ja, es geht nicht, oder wir müssen es anders machen. Wir haben dann ein neues Bild gezeigt, also das wäre eine Skizze, bei der die Fenster quasi dieser horizontale Kämpfer wegfällt und wo das Ganze durchgeht. Und da war natürlich ganz klar, das ist dann ein anderes Bild und das wollte man dann eigentlich doch nicht. Also vor allem die Denkmalpfleger haben ganz klar gesagt, das geht nicht, oder wir wollen diese bildhafte Erscheinung wollen wir beibehalten. Dann haben wir uns da wieder hingesetzt und um Zentimeter und Millimeter gekämpft, weil oder man sieht eine Gegenüberstellung, Fassadenelement, 60er Jahre, dahinter da das Gelb hinterlegte, das ist diese 60er-Jahr-Geschichte. Und jetzt kommen wir mit einer doppelt so tiefen Verglasung, die auch mindestens dreimal so schwer ist. Das heißt, alles schreit danach, dass diese Profile auch dicker werden, weil wir mehr Last da in diese Fassade abtragen müssen. Und es ging darum, mit kleinen Tricks diese Zentimeter wieder zu reduzieren. Wir haben also neu, zum Beispiel haben wir bei diesen öffentlichen Flügeln haben wir verzichtet auf sichtbare Scharniere, haben diese in den Rahmen integriert und konnten da wieder 2 Zentimeter gewinnen. Aber das heißt trotzdem, wir sind nicht genau da, wo wir waren. Das ist genau diese Frage, oder? Alte Erscheinung, neue Werte. Ab wann kippt das ganze Ding? Wir sind der Meinung, wir sind in dem Bereich, wo man das noch behalten kann. Und das kommt nachher noch eine Gegenüberstellung. Aber jetzt habe ich noch was vergessen, das muss ich unbedingt noch sagen. Es geht auch um diese Gläser dann. Was leisten diese Gläser? Und es gibt ja diese heutigen Sonnenschutzgläser, die sind wahnsinnig toll mit U- und G-Werten. Aber, und das ist auch ganz wichtig, sie haben immer oft eine Verfärbung. Und wir haben dann eine epische Bemusterung gemacht mit diesen Gläsern, damit wir dann auch ein Glas gefunden haben, das einerseits eben diese Simulationen erfüllt mit diesen 26 Grad und andererseits aber auch in seiner Farbigkeit erlaubt, dass das Gebäude nach wie vor als Inventarobjekt eine Gültigkeit hat. Hier noch das Brüstungsdetail. Wir haben das vorhin gesehen bei dem Projekt, das Markus Knapp vorgestellt hat. Wir haben hier diese Sichtbetonbrüstung. Wir haben eine erste Dämmschicht. Die ist aus Formglas gemacht. Es ging auch darum, um diese Frage dieses hohlraumfreien Anbringens und aber auch um die Frage der Abdichtungsebene mit den Fenstern. Und dann diese zweite Ebene, das ist jetzt das der Multipore-Dämmstein von der Firma Xella. Wir haben diesen hier verwendet, weil er, und das haben wir gesehen, er hat einen viel besseren Grauenergiewert als jetzt ein Formglas. Und das ganze Gebäude ist Minenergie-Eco-zertifiziert. Und wir haben da um diese Werte kämpfen müssen, dass wir da irgendwie da mit dem Gebäude durchkommen. Darum haben wir hier quasi eine Innendämmung aus 2 verschiedenen Materialien. Einerseits Formglas und dann eben Multipore mit diesem guten Energiewert. So sieht das Ganze heute aus, von außen, also diese bildhafte Rekonstruktion. Wir stellen uns auch der Diskussion im Vergleich. Also wir haben hier diese Bänder, die sind dann ein bisschen schmaler, als quasi wir das jetzt hingebracht haben. Aber ich denke, als bildhafte Rekonstruktion, denke ich, sind wir immer noch in dem Bereich, wo man das als gültig erklären kann. Was haben wir noch? Regelgeschosse möchte ich kurz vorstellen. Die Regelgeschosse in den Büros definieren sich, also die waren eigentlich, es gab keine erhaltenswerte Substanz mehr, das ist eigentlich ein reiner Neubau. Das Gebäude wurde bis auf den Rohbau zurückgebaut.
Trotzdem haben wir diese historische Aufnahme, die war uns eigentlich sehr wichtig. Das war dieses eine Geschoss, es waren nicht alle gleich, aber dieses eine Geschoss in 1963 mit diesem mäandrierenden Korridor einerseits, andererseits auch materialmäßig. Es gab diese Möbel hier mit Ulmeholz. Also wir haben alle unsere Einbauten, sind jetzt mit demselben Holz wieder gemacht, als Referenz an diesen ursprünglichen Zustand. Es gab auch diese Glaseinbauten historisch im Korridor, die wurden dann irgendwann mal aus brandschutztechnischen Gründen wurden die, zugemacht. Und mit der neuen Brandschutzverordnung 2015 war es uns wieder möglich, Glas in diesen Bereichen einzuführen. Also eine Quelle für unseren Umgang mit diesem Geschoss war, oder diesen Regelgeschossen war dieses Bild. Und das andere war natürlich die ganze Frage der Technik. Oder wir haben hier diese vertikalen Erschließungen. Das heißt, wir konnten nur hier vertikal Erschließungen von unten nach oben durchführen und mussten dann in den Korridorbereichen horizontal verteilen. Und vom Raumprogramm war eine komplette Flexibilität der Büroeinteilung gegeben oder gefordert. Das heißt, wir konnten da nirgends nach außen fahren. Wir konnten auch keine Decken abhängen in diesem Bereich, weil wir brauchen diese Decke als Ausgleichsmasse für den Wärmeschutz. Also das ist unsere Speichermasse. Das heißt, wenn man jetzt so ein Stromkabel verfolgt, das kommt dann hier hoch, geht dann in diese Decke an den Stellen, das ist alles ganz eng, wird im Korridor verteilt, kommt in eine von diesen Körpern, geht da nach unten, horizontal in einem Bodenkanal an die Fassade, kommt da wieder hoch und ist dann in einem Brüstungskanal, der ums Gebäude rumgeht. Also diese ganze moderne Technik hat uns eigentlich diesen ganzen Grundriss auch mitdefiniert, mit dem Bild von damals und auch mit der Frage der Statik. Oder? Wir haben ein Gebäude, das von außen sehr massiv ausschaut, also diese Beton, diese rohe Geschichte da. Man hat diesen Abfangträger da, mit diesen Vorspannungskabeln, das sieht alles wahnsinnig kräftig aus, aber wir erreichen nicht mal die Nutzlasten eines modernen Bürogebäudes in diesem Bereich. Also in diesen ganzen Zonen an der Fassade durften wir keine Lasten abtragen, auch nicht aus Büromöblierungsnutzung, also wir durften keine Aktenschränke da einplatzieren. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen Korridor, den wir zur Verteilung nutzen von dieser ganzen Gebäudetechnik, dass wir hier auch Aktenschränke angeordnet haben, weil hier sind wir im Stützenbereich, hier können wir Last runterbringen. Und diese Körper, die dann quasi einerseits diesem Aufbewahren von Archivmaterial dienen, sind gleichzeitig Technikräume, minimale Technikräume, die zugänglich sind. Also wir haben hier so diese Klappe, man kann da nach hinten greifen, da ist die ganze Elektroinstallation, Bodenheizverteilung. Also das passiert alles in diesen Bereichen hier. Die Büros, wie gesagt, mit der rohen Decke, damit wir da einen Ausgleich, Massenausgleich haben. So sah das im Rohbau aus. Hier diese Steine, das sind diese Itong-Steine, die haben wir hier verwendet, weil sie besonders leicht sind. Wir haben das gehört, das ist ein sehr leichter, poröser Stein. Mit dem haben wir diese permanenten Wände gebildet. Und man kann auch in Zukunft, hier haben wir Trennwände in Leichtbauweise hineingestellt, also man kann dieses Gebäude auch in Zukunft so nutzen, das quasi als offener Grundriss. Hier nochmal ein Blick in den Korridor, wie er sich jetzt präsentiert, also hier diese Aktenschränke da. Und wir durften auch nicht ein Geschoss mehr machen mit Akten, weil es wurde zu schwer. Dann haben wir oben diese Klappe, man kommt zur Technik ran, hier gibt es Kopierräume etc. Hier dieses eingeführte Glas, das wieder das Tageslicht bis in den Korridor hineinbringt. Diese Mäandrierung, die wir hier haben. Hier noch ein bisschen Ulme als kleine Referenz, da um die Türen rum. So sieht der ganze Korridor aus. In den Büros eine ähnliche Situation wie an der Fassade, oder die Anforderungen sind massiv gestiegen. Wir haben nicht mehr nur ein Licht, ein Telefon und eine Heizung, sondern es gibt da ganz viele andere Anforderungen. Und die wollten wir natürlich nicht mit sichtbaren Installationen führen, sondern die wollten wir alle verdeckt machen. Das war dann eine große Herausforderung. Ein ganz wichtiges Thema bei den Büros war dann auch diese Akustikmaßnahmen. Es sind da Besprechungsräume, Kundenkontakte und es war eine Nachhaltzeit vorgegeben, die eine Fläche entsprechend der Grundrissfläche, also eine Akustikmaßnahmen in der Größe der Grundrissfläche eines solchen Büros erforderte. Also das heißt,
wo bringt man überhaupt all diese Akustikmaßnahmen hin? Also wir haben hier so ein Element da vorne, kann man nachher anschauen, um quasi diese Nachhaltzeit in diesen Räumen einzuhalten. Also wie bei der Fassade, der sommerliche Wärmeschutz war hier eigentlich das Thema, vor allem diese Akustik, diese Raumakustik. Und wir haben dann die ganze Sache aufgeteilt, oder anstelle, dass wir das Ganze an die Decke genommen haben, haben wir lediglich im Bereich dieser Perimeterdämmung, wir haben an der Fassade eine Perimeterdämmung, haben wir auch schallschluckende Elemente eingeführt. Der Teil der Decke bleibt thermoaktiv, also man ist eine Speichermasse, die wir nutzen können. Wir haben da, wo früher diese Radiatoren waren, in diesen Bereichen sind weitere Schallschutz- oder schallabsorbierende Elemente eingefügt. Wir haben hier diese Fassadenriegel. Wir können da auf diese Riegel mit weiteren Wänden anschließen. Also diese Flexibilität ist eigentlich gegeben. Man kann das dann hier unterbrechen, dieser Kabelkanal, und kann jeweils anschließen. Das hat noch nicht gereicht von der Fläche her. Und wir haben dann auch diese Türen mit Rahmenverbreitungen ausgeführt. Also das ganze Element hier hat uns dann einen großen Teil dieser Anforderungen abgedeckt. Und wir haben, wie gesagt, diese Technik einerseits an der Fassade und andererseits haben wir all diese Techniksachen hier in diesen Innenbereichen. Und die Wände, die flexiblen Wände, die sind frei von jeglichen Installationen. Jetzt bin ich mit meiner Zeit durch. Wir haben noch das Dachgeschoss gemacht, da werde ich nichts dazu sagen. Und wir sind aktuell daran, noch dieses Untergeschoss umzusetzen. Das wird im Mai eröffnet. Diese Öffentlichmachung, das ist nachgeschaltet zum Projekt, weil das ja in Abstimmung mit dem Projekt Molkenstraße erfolgen muss. Also da gibt es einen Abgleich für diese Zufahrtsrampe. Das wird jetzt in den nächsten Monaten noch ausgeführt. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Nachmittag. Ja, wie immer, der Brownback Lunch, eine geballte Ladung an Informationen. Ich habe gesehen, es gibt Leute, die nehmen Bilder von den Folien. Das ist eigentlich nicht unbedingt nötig, denn wenn die Referenten einverstanden sind, setzen wir das Video vom Vortrag jeweils anfangs nächster Woche online. Sie können das also nachschauen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an die Referenten und natürlich an Sie, liebes Publikum. Kommen Sie gut zurück zur Arbeit und ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche noch. Ade.